Schön. See no difference. Oh mein Gott. Ich bin's, Anita vom Channel Anita Girly Tamer. Und in diesem Video teste ich, ob ich mit Schleim mein Pferd sauber bekomme. Hier im Hintergrund haben wir schon mein erstes selbstgezogenes Fohlen, der mittlerweile jetzt schon ein großer Mann ist. Ein stattlicher Mann, mein Oldenburger Wallach Rubien. Und an dem testen wir das jetzt. Los geht's. Wir haben da auch eine Zuschauerin. Die Stallkatze wälzt sich jetzt gerade und genießt die Sonne. Während Rubien jetzt auch ganz genau schauen muss. Aha, was ist da los? Und nicht nur meine Haflinger, Stute, Eskader und Porzellinchen lieben dieses Stativ. Ich habe dir das auch in meinem Video gezeigt, das blende ich dir mal hier kurz ein. Und hier sehen Sie Kamerakind Eskader, die mich fragt, na, wann filmen wir jetzt endlich weiter? Welche Einstellung soll ich machen? Soll ich zoomen oder nicht? Ich stelle jetzt das Stativ da am besten jetzt einmal nach hinten. Jetzt nicht... Okay. Sondern am besten jetzt noch reinsteigen oder so, das wär's. Und wegen der Stativ ist safe. Porzellinchen war es jetzt. Sondern auch der Rubien. Nicht, dass er wegspringt oder sowas, während er hier das Stativ umkickt. Ja, toll. Mhm. Ja, fein, und reinbeißen ist noch besser. So, warte. Ja, warte. So. Ich bringe jetzt dieses Stativ jetzt hier mal in Sicherheit. Da ist jetzt weit und breit hier rubienfreie Zone. Was haben meine Pferde mit diesem Stativ? Oh nein, der Rubien ist schon wieder da. Das gibt's ja nicht. Riecht dieses Stativ jetzt irgendwie besonders gut oder soll ich das irgendwie einsprühen mit einem Parfum oder so? Warum muss dieses Stativ immer getötet werden? So, ich rette dich, Stativ. Ich lauf schnell weg. Psst, eine Sache noch, die ich noch schnell erzählen muss. Meine Schwester und ich arbeiten jetzt gerade an einem geheimen Projekt und nein, es ist nicht der zweite Teil von meinem Buch Kleine Hufe, große Träume, sondern etwas anderes. Und das werden wir jetzt dann gleich... Warte mal ganz kurz. Bubi! Bitte! Dieses arme Stativ. Schau dir das mal an. Na, du weißt das nicht, oder wie? Nicht nochmal umwerfen, sauber machen, Rubien. Mhm, hochheben und woanders hintragen, finde ich auch toll. Würde ich auch noch durchgehen lassen. Bäm. Na toll. So, zurück zu dem, was ich dir eigentlich sagen wollte, ist, bald werden meine Schwester nicht veröffentlichen, woran wir jetzt gerade arbeiten. Juhu. So, und dreimal darfst du raten, wo der Rubien schon wieder ist. Das gibt's nicht. Ich stell's die ganze Zeit weg und dieses Pferd geht dauernd hin. Die Katze schleicht da hinten. Ich müsste mir echt irgendeine Übung überlegen, dass er dann gelobt wird dafür, dass er irgendwas umhauen kann. Ich finde es ja eh toll, dass er so neugierig ist. Nur nicht draufsteigen, wenn es geht, das wäre super. Danke, danke schön. So, lassen Sie das jetzt bitte mal ganz kurz, danke. Professionelle Pferdevideos machen kann ich. Einhornschleim muss her. Ob das jetzt wirklich funktioniert? Ich habe das gefunden, Unicorn Slime und dann in Gelb, Surprise Unicorn Inside. Da, in Gelb. Und das ist jetzt schon so ein fix und fertiger Schleim. Kann man hier anscheinend easy peasy öffnen. Greift sie auch richtig gut an, also durch die Packung schon cool. Und irgendwo ist hier auch noch irgend so ein Spielzeug drinnen. Da glaube ich, da spüre ich schon irgend so eine kleine Pferdefigur. Okay, professionelle Pferdevideos kann ich. Oh mein Gott. Das nehme ich jetzt hier einfach so raus, oder? Oh Gott. Das fühlt sich an. Also ich habe schon hier dieses Surprise Inside, habe ich schon in der Hand. Oh mein Gott. Schau mal, Bubi. Oh, ist das lang? Das ist wie so Käse. Boah, es fühlt sich aber schon irgendwie cool an. Wow! Und was passiert hier schon wieder? Kamerakind Rubien will jetzt hier auch was umstellen. Warte, Bubi, du kriegst jetzt gleich hier diesen mega leckeren Slime. So.
Also es ist ganz kalt. Hier drinnen ist auch diese kleine Pferdefigur, die ich, glaube ich, nicht rausbekomme. Meanwhile zerstört Rubien jetzt gerade hier mein Stativ. Damn. Wo wollen wir es denn hinstellen? Bist du hier der Hausmeister? Rubien ist schon ganz interessiert. Ja, damit versuche ich dich jetzt gleich zu putzen. Das greift sich so cool an. Hast du schon mal Schleim probiert? Mach da jetzt mal mit bei der Umfrage. Hast du schon mal Schleim selbst hergestellt? Oder hattest du schon mal Schleim in der Hand? So, und jetzt bin ich neugierig, ob man damit auch ein schmutziges Pferd sauber machen kann. Was ich halt voll schade finde, weil ich finde den Schleim so cool. Ich will den jetzt gar nicht mit Pferdehaaren hier beschmutzen. Nein! Mir ist was runtergeflogen. Nein! Ich habe hierher gemacht. Stell dir mal vor, es würde ein Tier geben, was rosa kackt. Naja, ein Einhorn, oder? Okay. Das kann ich ja wohl nicht mehr verwenden. Warte, fliegt mir gleich nochmals runter. Uah, Kamera, Schleim, alles in einer Hand, Pferd und nur noch, nein. Professionelle Pferdevideos kann ich. Und noch das Stativ. Und der Schleim. Warte, ich muss ihn mit meinem Oberschenkel aufhalten. Nein. Kacke. Jetzt ist es auf meinem Stiefel drauf. Uah, toll. Überall habe ich jetzt diesen Schleim. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Stativ noch retten kann. Mit dem Schleim in der Hand. So, wir legen jetzt los. Das passiert, wenn man ein schönes Vorschaubild haben möchte, aber währenddessen der Schleim den Boden berührt. Und jetzt gebe ich das Stativ extra raus. Jetzt holt sie Rubien wieder rein. Ich weiß nicht, ist jetzt alles so sonderbar. Schluss mit den Spielereien, wir machen jetzt den Test. Das ist Fell von Rubien. Schleim. Es ist kalt und wir setzen es jetzt an und versuchen das jetzt. Es zieht schon sehr viel Fell raus, muss ich sagen. Und ich habe hier schon drüber gebürstet. Also eigentlich nicht so schlecht. Vielleicht sollte ich hier meinen eigenen Anita Girly Themen Schleim rausbringen. Das neue Produkt. Nein, das war nur ein Spaß. Wow. Hättest du das gedacht? Da geht ja richtig viel Fell raus. Und ich tue das jetzt einfach nicht. Ich mache das jetzt nicht fest oder so, sondern ich habe jetzt eigentlich nur noch Fell in der Hand. Aber ich tue das jetzt so ein bisschen so drüber gleiten. Und da geht richtig viel Fell mit. Hört sich auch voll gut an. Also besser als jede Bürste. Also ob er jetzt sauber wird, weiß ich jetzt nicht. Ich kann es jetzt hier noch an einer schmutzigen Stelle probieren, wo richtig viel Schmutz ist. Aber Fell geht auf jeden Fall gut ab. Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich das Fell aus dem wieder runter? Ob man damit auch kämmen kann? Eine blöde Frage. Übrigens habe ich dem Rubien die Mähne geschnitten zum allerersten Mal, falls du es noch nicht gesehen hast. Ich verlinke dir das Video da jetzt rechts oben. Ich komme überhaupt nicht blöd vor. Was ich wohl die anderen Einsteller denken, wenn sie bei mir vorbeigehen und ich den Rubien hier mit so einem Schleimteil hier bearbeite. Bubi, magst du mich noch? Ja. Ja, was ist das? Sind deine Haare auch dabei? Ja. Nicht so lecker, ich weiß. Aber es fühlt sich richtig gut an. Und es ist auch schön kühl. Also an warmen Tagen stehe ich mir das echt angenehm vor. Nach einer schmutzigen Stelle muss ich bei meinen Schimmeln nicht lange suchen. Probieren wir das hier mal. Ich habe wenig Hoffnung. Bitte puste mir nichts ins Ohr, Rubien. Für den Fellwechsel ganz lustig, aber für mehr auch schon nicht. Ziemlich unpraktisch. Oh, warte mal, hier hinterlässt es sogar auch ein paar Spuren. Das ist ja wohl nicht so gut. Warte mal, ich muss diesen Schleim jetzt wieder hier mitnehmen. Nein, Schleim in meinem Pferd. So kleine Bröckelchen gehen jetzt da ab. Warum ist das so vorher nicht? Die Konsistenz ist nach wie vor slimy, aber jetzt schmutziger Schleim. Gemischt mit ein bisschen Sand vom Boden und einer Prise Rubienfell. Lecker, lecker. Aber das ist schon sehr angenehm. Warum gibt es eigentlich im Pferdebereich nichts mit Schleim? Das verstehe ich nicht. Meanwhile. Er hat sogar von außen geschafft. Das Teil steht außen, er ist innen im Rumpen. Und jetzt hat er es auch geschafft, das umzuwerfen. Das gibt's ja nicht. Das ist wie bei Hunden irgend so ein Spielzeug, was sie unbedingt haben wollen. Und bei Katzen so einen Karton oder so Pappe.
beim Rubien und bei meinen Pferden ist es einfach mein armes Stativ. Übrigens, das war dieses Surprise Insight, also ja, yeah, schön. See no difference. Oh nein, auf meiner Kamera ist auch noch ein bisschen Schleim. So klar, Rubien hält schon Ausschau, wo ist hier das Stativ? Ich glaube, wir lassen das mit dem Schleim, das wird irgendwie nichts. Oder was sagst du dazu? Schreib mir das gern in die Kommentare. Welche Erfahrungen mit Schleim hast du schon gemacht? Und da jetzt gleich weiterklicken. Hier gibt es noch 2 weitere Videos. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Video. Vielleicht auch mit Schleim. Glocke aktivieren oder Schleim aktivieren. Bis dann. Tschüssi.